Das ist das, was Lacan vom Herrensignifikanten, der die Wette auf Freiheit gesetzt hat, um die Dialektik von Herr und Knecht einzuleiten. So zum Beispiel bei den alten Griechen Leonidas, bei den Thermopylen, lieber tot als unfrei, Freiheit oder Tod. Mich beherrscht niemand durch Gewalt. Wer dies wagte, stirbt mit mir zusammen einen gewaltsamen Tod. Wenn das alle zum Motto nehmen, gäbe es keine Demokratien, aber vor allem keine Gewaltherrschaften. Satguru wurde mal gefragt, ob er, wenn er die Zukunft voraussehen hätte können, Hitler als Baby getötet hätte.